aufnehmen. Sie tun zum Aufnehmen, tun sie halt ein paar Mal sie spielen. So irgendwas. Eine Mischung aus ruhiger Musik und fester, also Rockmusik. Aber auch so ein bisschen nebenan, so wie so kleine Töne. Wir haben heute unsere Family Day, und zwar haben wir gedacht, weil ja unsere Liebsten immer daheim super auf Kinder aufpassen und wir da unseren Spass sind, dass wir ihnen einmal sagen, was wir machen. Und ehrlicherweise muss ich mir ja auch sagen, dass sie uns voll den Rücken frei halten, und ohne sie wären wir nichts und ohne sie wäre auch das ganze Hobby nicht möglich. Manchmal stöhnt sie, weil dann muss sie alle drei Kinder alleine beaufsichtigen. Ja, ich finde es halt schade, dass sie so spät am Abend noch weg ist. Und darum haben wir gedacht, heute Abend machen wir einen coolen Abend mit Kind und Kegel und alle ins Studio und miteinander singen und Party, essen, trinken, 1, 2, 3, Schluss noch Gummibärle und dann gehen alle wieder heim. Das Lied «Boy», das wir heute aufgenommen haben mit den Kindern, ist eigentlich so entstanden, dass ich im Badezimmer, wenn unsere Kinder halt Gezeboten sind oder sich umzogen, haben wir ein Lied gespielt und dann ist immer das «Oh-oh-oh-oh» und es hat so cool kalt im Bad und so. Und dann habe ich gedacht, das muss man mit Kindern aufnehmen, und ich meine, wer kommt dort in Frage, außer wenn nicht unsere Kinder von allen Zimmern. Dann haben wir es heute probiert und es hat super funktioniert. Alle sind umgestanden. Das erste Mal in einem grossen Studio mit Mikrofon, mit Kameraleuten, mit Lichtern, mit allem Möglichen. Und sie haben voll mitgesungen. Es war cool. Den Raum kannst du vermieten, weißt du? Stundenweise. Ja. Stundenweise. Eine Stunde. Ja. Silence. Was verlangst du für? 90. 180, wenn doch nicht ganz alleine gewesen. Also mit Happy End. Also, was? Shit. Sollen wir noch ein bisschen da bleiben oder sollen wir gehen? Tief durchschnaufen. Okay. Eins, zwei, drei. Und durch. Es ist natürlich schon extrem harte Arbeit für uns. Wir als Hobbymusiker, die uns ja auch nicht gewöhnt sind, um einfach zack jetzt abliefern. Und das haben wir jetzt 4 Wochen gemacht. Und jetzt ganz am Schluss sind jetzt unsere Familien mit Kindern und unsere besten Hälften noch zuschauen und haben uns supportet. Und du hast gemerkt, es ist schon ein cooler Abschluss. Weil eben, nochmal, ich glaube, es ist das A und O bei uns. Oder? Es ist nicht nur die Freundschaft, die uns ja dreht.
Eine Freundschaft ist auch die Familie, die wir haben, die uns den Boden gibt und die genau all das ermöglicht. Und darum ist es eigentlich auch mega cool, dass wir jetzt miteinander heute so einen schönen Abend haben. Und ja, jetzt nehmen wir vielleicht noch eins. Ich bin echt stolz auf mich, Papa.